für Rhea Luft. Hallo. Süß. Ich weiß nicht, ob ihr es kennt, aber manchmal bin ich so richtig horny. Also so richtig. Und also so krass, dass ich so einen Tatendrang verspüre und mir so denke, okay, ich muss mich jetzt darum kümmern, dass sich das ändert. Und dann gehe ich dahin, wo man Sex findet, auf Tinder. Und darüber habe ich einen Text geschrieben, der heißt Mein Leben als Schweinesteak im Piranha-Becken. Und der geht so. Ich mag Tinder. Aber es gibt Sprüche, da möchte ich meine Augen nach dem Lesen auslöffeln. Es folgen erste Nachrichten, die ich wirklich so bekommen habe. Es gibt so viele, ich könnte 2 ganze Texte daraus schöpfen. Es gibt die kurz und knackigen. Ficken? Oder hast du Bock? Es gibt die sehr spezifischen, kann ich auf deine Füße kommen? Oder würdest du mich Daddy nennen? Oder hallo, hoffe du bist cooler und chilliger als die anderen Frauen hier. Ich stehe auf Anal, bist voll mein Typ. Es gibt auch die, die sich gleich auf das Wichtigste fokussieren. Zum Beispiel, ich habe einen langen Penis. Oder, hilf mir, mein Penis ist am Explodieren. Und, last but not least, es gibt die Pseudokreativen. Zum Beispiel, deine Poetry Slams sehen echt cool aus, willst du deinen Erfolg damit feiern, indem du meinen Schwanz reitest? Oder, letzte Nacht habe ich geträumt, dass Gott mir verspricht, du würdest dich heute mit mir treffen. Also, wann hast du Zeit? Du willst doch Gott nicht widersprechen. Und wenn ich dann aus offensichtlichen Gründen nicht antworte, passiert oft Folgendes. Wieder von Anfang. Du bist so heiß, ich will dich ficken. Hallo. Hallo. Du hast geile Titten. Hallo. Du dumme Schlampe, du bist eh fett und hässlich, niemand will dich. So klingt ein verletztes Männerego. Ich auf der anderen Seite des Bildschirms versuche mir den Mann vorzustellen, der das tippt und abschickt. Ich ersticke manchmal fast daran, das ist einfach so eklig und ich frage mich, warum? Warum schreibst du so etwas? Hier kommen meine Erklärungsversuche. Erstens, Frustration. 3/4 der UserInnen von Tinder sind Männer. Und im Schnitt haben diese Männer zwischen 20 und 30 eine Like-to-Match-Rate von 2%. Das heißt, nur jedes 50. Like wird zu einem Match. Frauen in meinem Alter haben im Durchschnitt eine Like-to-Match-Rate von 33%. Statt jedes 50. Like wird also jedes 3. zu einem Match. Deshalb Frustration. Zweitens, Biologie und Geschlechterrollen. Weil sich Männer über ihre sexuelle Potenz definieren und das, wie alles an Geschlechterrollen immer weitergegeben wird, kleine Jungs kriegen das schon im Kindergarten mit. Weil es gesellschaftlich akzeptiert ist, wenn ein Mann gerne Sex hat und offen damit umgeht. Es ist schon sehr bezeichnend, dass im Duden keine männliche Version von Schlampe, Nutte, Hure oder Flittchen steht. Weil es biologisch gesehen Sinn macht, als Mensch, der potenziell mit einer Schwangerschaft belastet werden kann, zögerlicher in Bezug auf Sex zu sein. Okay. Also auf Tinder sind viele frustrierte, toxische Männer zu finden und so fühle ich mich als weiße, dünne und stereotyp schöne Cis-Frau auf Tinder viel zu oft wie ein Schweinesteak im Piranha-Becken. Und trotzdem, ich mag Tinder. Ich mag es, Menschen ganz anders kennenzulernen als in meinem analogen Leben. Vorher zu wissen, dass sie zum Beispiel offen für Sex sind, erspart mir so viel Stress, weil ich chronisch schlecht darin bin, zu erkennen, ob mich jemand schnetzeln will. Ich mag es, nach dem Sex mit einer noch fremden Frau im Bett zu liegen und zu fragen, ob sie Geschwister hat, wo ihre Heimat ist und ob sie es mag, Mützen zu tragen. Ich kenne viele Menschen, ohne sie zu kennen. Kenne ihre Kinks und wie sie beim Orgasmus klingen, aber weiß fast nicht über ihren Alltag und ihres Lebens Rahmenbedingungen. Ich mag es, erstmal ein bisschen mit einem Mann schreiben zu können und dann zu schauen, ob ich mich überhaupt mit ihm treffen möchte. Das gibt mir Sicherheit, die ich dringend brauche. Es passiert eher selten, dass ich mich tatsächlich mit einem Mann von Tinder treffe und Sex mit ihm haben möchte, wenn, mache ich vorher eine Ansage. Ich habe nur Sex mit Kondomen. Wenn du das Kondom einfach so ausziehen solltest, bist du erstens ein Arschloch, zweitens zeige ich dich an und drittens wirst du vielleicht Vater und ich klage mir den Unterhalt ein. Das klingt vielleicht vor allem für Männer ziemlich übertrieben. Aber seitdem erlebe ich wirklich weniger Stealthing. Und das ist gut, weil ich erstens keinen Bock habe, mich alle 7 Wochen auf Geschlechtskrankheiten zu testen. Und zweitens gibt es wenig Schlimmeres als diese Panik, wenn die Menstruation sich verspätet, nachdem ein Mann beim Sex einfach das Kondom entfernt hat. Nicht nur werde ich vielleicht ungewollt Mutter, nein, der Vater ist auch noch ein übergriffiges und respektloses Arschloch. Ich finde es auch einfach so krass unfair, dass die Verantwortung für Verhütung bei den Menschen mit Gebärmutter verortet wird, dass Verhütung als Frauensache gilt.
Ich finde, eine gerechte Gesellschaft müsste beide Teile gleich zur Verantwortung ziehen. Schon allein, weil es biologisch so ungleich ist, müsste die Gesellschaft nachjustieren, dass sich Menschen mit Penis da einfach rausmogeln dürfen und niemand macht ihnen Vorwürfe. Ist scheiße ungerecht. Die WHO hat mal eine hormonelle Verhütung für Männer versprochen. Die Forschung wurde in Phase 1 der klinischen Studien abgebrochen, weil es unethisch sei, dass die Männer Libidoverlust und Kopfschmerzen als Nebenwirkungen hatten. Das ist Kacke, ohne Frage. Aber die Nebenwirkungen der Pille für Frauen sind Blutungsstörungen und Thrombosen, Eierstockzysten, Blähungen, Übelkeit, Gewichtszunahme, depressive Verstimmungen, Brustspannung, Kopfschmerzen, Akne, Trocken der Scheide, Libidoverlust. Jedes Jahr haben tausende Frauen in Deutschland Thrombosen durch die Pille, weil sie das Risiko für gefährliche Thrombosen um das Sechsfache verschlimmert. 20 Frauen sterben allein in Deutschland jedes Jahr an den Folgen dieser Thrombosen. Aber das ist okay. Weil Verhütung ist ja Frauensache und Kopfschmerzen und Libidoverlust für Männer, das ist unethisch. Wie viele Männer werden bei ihrem Urologen oder ihrer Urologin gefragt und wie verhüten sie? Sind sie sicher, dass sie nicht verhüten möchten? Ein Kind in ihrem Alter ist eine große Bürde. Nö, sowas hören nur Frauen beim Gynäkologen oder bei der Gynäkologin. Aber auch das ist okay, weil Verhütung ist ja Frauensache. Männer entscheiden noch immer über meinen Körper, weil Abtreibung immer noch illegal ist, als wären wir Mörder. Es ist schon fast lustig, weil es so absurd ist. Konservative sind gegen die Widerspruchslösung bei der Organspende wegen der körperlichen Unversehrtheit, stimmen aber dafür, dass ich ein Brutkasten zu sein habe, wenn sich ein Zellhaufen in mir formt. Wie würdest du dich fühlen, wenn du vom Staat gezwungen würdest, deinen linken Lungenflügel an einen fremden Menschen zu spenden, weil dieser andere sonst sterben würde, weil eine OP, monatelange Reha und lebenslängliche Einschränkungen eine vertretbare Bürde sind, die dich ja gar nicht so sehr belasten, sagt der Staat. Ich bin ein Brutkasten, aber das ist okay, weil Verhütung ist ja Frauensache. Es muss sich etwas verändern. Indem wie wir daten, Sex haben, verhüten, Kinder zeugen und aufziehen, es muss sich etwas verändern. Indem wie wir Beziehung und Familie finden, leben und gestalten. Und ich glaube, dafür brauchen wir Männer, die sich selbst reflektieren, sich gegenseitig bilden und kritisieren. Männer, die dann den Spiegel vorhalten, ihre Gefühle entfalten, keine Angst vor Emotionalität mit sich herumtragen, die Interesse an Verhütung und Einvernehmlichkeit haben. Männer mit kleinem Ego, die einen gesunden Selbstwert aufbauen, unabhängig von Potenz und Bodycount, die sich informieren und mit anderen Männern kommunizieren. Wir brauchen Männer, die die Gewalt beenden. Vielen Dank fürs Zuhören.